Übrigens tut mir leid, dass ich mich während der Überfallzone geopfert habe. Sie müssen nun mit dieser Schuld leben. Warte mal kurz. Medkit. Lampe ist ein Codewort. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach, das wurde einfach verschlossen, okay. Ripley, hier spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Wartet doch auf mich. Hier habe ich mich durchgeschnitten. Ich habe noch gar nicht aufs Handy geguckt. War ich hier schon mal? Neue Verkabelung. Luftreinigung, okay. Bindemittel ist voll. Mal gucken, wofür bräuchten wir. Was ist ein Bindemittel? Das da. Verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier lebend durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Der Bot ist schon schlapp vom Triggern. Susel, da bist du ja wieder. Techno-HD-Frau, guten Abend. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest ein schönes Wochenende bisher. Mann, ich habe das Ding angemacht, hier den Stream, und dann plötzlich ist hier High Life auf WhatsApp. Kriegst du nicht, da wirst du doch nicht mehr, ey. Sonst schreibt nie jemand, weißt du, und dann geht's so auf Schmerzen, warum denn? Was ist denn los? Schmerzen ist nicht gut. Argentrana, einen wunderschönen guten Tag, liebe Dame. Ich hoffe, dir geht es gut. Irgendwie im TV läuft dein Video nicht. Hab wieder auf dem Handy an. So spricht der Orange Morange. Susel, ich habe dich gefragt, wie dein Wochenende so war, was du so getrieben hast, was so geht. Ripley, wir haben von dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Transit zu Solomons Habitat. Und wieder hier. Ich sehe ein bisschen blass aus. Findest du? Nö, die gleiche Farbe wie sonst auch.
war mit Kollegen unterwegs, danke der Nachfrage. Dankeschön! Es gibt übrigens Ausrufezeichen Gesundheit auch. Gehen Sie am besten hin, wo Sie herkommen. Sofort. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Das ist Ihre letzte Entweder Chance. Entweder das oder du stellst endlich auf dem Kapitän-Deck ein. Jumpscare des Jahrtausends. Bei manchen Männern ist grauer Taktik. Oh, hi! Alter, wie viele Leute. Entspannt euch mal. RIP Ohren. RIP in den Chat. Ich hab doch hier so eine Rohrbombe. Oder eine Rauchgranate. Die Rohrbombe ist so... will ich ungern verschwenden, aber es sind 4 Leute oder so. So war das nicht geplant. Ich dachte, die explodiert bei Kontakt mit Menschen. Muss los. Nimm doch den Revolver. Ja, aber die Munition. Hä? Hat die nur eine Kugel da jetzt reingemacht? Schon Hilfe schicken. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein. Die eine Kugel da reingepackt ist. Unfassbar ist das. Muss man jede Kugel einzeln nachladen? Ich habe jetzt was gesehen, dass man die tatsächlich auch platzieren kann. Mit R halten. Alle tot? Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trunkenheit werden den Colonial Marshals gemeldet.
R gedrückt halten, tatsächlich, ja. Dieser Waggon für das Solomons Habitat. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu melden haben, können Sie über eines der zur Verfügung gestellten Formulare aufrufen. Sie tot? Von allen Seiten. Ich habe das nicht gezündet. Das ist ja auf Kontakt eigentlich. Bin etwas verwirrt. Machen wir mal so. So ein Scheiß. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das, oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein. Kommen die von beiden Seiten? Machen Sie es doch nicht schwerer, als es ist. Aber das ist voll schwer. Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das, oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein. Gebt Bescheid, wenn ihr was findet. Finden wir Sinclair. Wir sollten uns auf... Habt ihr das gehört? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Nun... Haben wir es dann jetzt endlich geschafft? Denken Sie mal an den Prolog von Outlast, Sie sind kein Kämpfer. Sprint jetzt in den Transit. Nee, nee, nee. Wir werden schön weggefickt. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber die haben es einfach nicht anders verdient, die Schweine. Erstmal nochmal speichern, würde ich sagen. Oder? Thank you.
Man hätte sich auch so lange im Schrank verstecken können, bis der Transit da gewesen wäre. So hätte man ein Gefecht optional entkommen können. Ach Quatsch. So ein Quatsch. Wer macht denn sowas? Also bitte. Dieser Alarm schon wieder, der macht mich ja schon wieder ein bisschen unruhig. Der Bot lässt sich gar nicht so oft triggern, wie du aufs Handy schaust. Ja, Pech. Das ist bei Thanos auch so mit den Haaren. Ich habe nur 30 Sekunden Cooldown, glaube ich. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Gerät unzureichend. Inventar voll. Das kann. Aber Schrott kann ich nicht irgendwie zwischenspeichern. Stimmt's? Fuck the Marshals. Schrott kann man nicht zwischenspeichern, ja. Beruhig dich. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute ja. Arbeit. Ach, das sind vielleicht doch die mit dem sicher. Vorstuhl, oder? Zumindest vorübergehend. Ich finde, das Cockbank des Wort des Tages sein sollte. Wo steht denn das? Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht, Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlos Schiff, die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit Marlo. Schreib es ruhig auf die fortgeschrittene Stunde, Frau Ling. Also schieb, nicht schreib. Der Stand Gefahr ist nah. Steht immer noch da. Ah, ich hätte diesen Befehl niemals einbauen dürfen. Niemals. Ah. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen.
Störung, Jack. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie, Marlow. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich hab leider keine Lupe dabei, Hengst. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Bin ich jetzt der Bruder? Cool, dass man auch nach außen hier mit dem Raumanzug rumrennt. Voll crazy. Scannen Sie mit dem Ortungsgerät nach dem Signal. Ah, also. Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Folgen Sie dem Signal. Wo ist das Signal? Wo ist es? Voll cool. Ist kein Signal. Raumanzug sind wunderbar. Luis, konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Negativ, keine Ahnung, was es ist. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. Das könnte unser größter Fund sein, Marlow. Könnte sein. Voll crazy. Richtig hübsch. Seltsam. Das ist durch das Klima hier verwittert. Das ist ihr natürlicher Zustand. An diesem Ort ist nichts natürlich. Marlow, die Sprengladungen kommen da nicht durch. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Bin so fett, dass ich die Hälfte des Teams bin. Blutig. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nein, er wird steinig und schwer. Und in diesem Fall sehr steinig, sehr felsig. Und ich weiß nicht, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Auf dem Pfad, der Pfade. Dem Weg der Rächer. Dem Los der Neuankömmlinge. Oh. Huch. Bin ich wieder beim Raumschiff? Cool. Voll gut. Einmal im Kreis gelaufen. Geil.